Deutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Mhm. Okay. Ich akzeptiere. Ich glaube, das ist das, was ich erst ganz, ganz viel später im Spiel brauchen werde. Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Beeilung, sterbt schon! Ich bekomme Durst! Na? Na, kann ich nicht ausweichen? Ah, okay, jetzt. Na, ich müsste erstmal wegkommen davon. Okay, ich glaube, ich kann den loslassen. Ah, halten, drücken. Super Idee. Ich glaube, es reicht schon, wenn ich den hier mache. Armer Kranzi, stirbt, um Befehlen zu folgen. Na. Na, kriege ich das hin? Heute noch oder so? Boah, ich habe das jahrelang gebraucht. Das wird nichts. Das wird nichts bei mir. Ich weiche eh nicht aus. Ausweichschritte, was soll ich denn hier noch großartig ausweichen? Bene, Bene, jetzt noch einmal. Viel besser, ein letztes Mal noch. Ja, sauber. Na? Bravo. Okay, na endlich. Ich weich zwar eh nicht aus, aber egal. Für gewöhnlich, ne? Okay, das ist ganz nett. Das ist ganz nett. Armer kleiner Wicht, stirbt, um Befehlen zu folgen. Okay, das ist ganz nett. Das ist verdammt nett. Das kann man gut nutzen, aber das andere, ne. Ne. Signor, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sagt den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. Okay. 1000 Florin mehr. Nice. Fähigkeit Ausweichschritt erlernt, das ich nie machen werde. Frisch gefangene Igel. Okay, nice. Schon 600 irgendwas Florin in der Truhe. Na, das klaue ich mir mal, ne? Ja, klappt doch
wunderbar, herrlich. Und da ist ein anderes Pferd, das einfach nur so rumsteht. Hey. So, ab in die Toskana. Oh, Tatsache, es gibt irgendwo ein neues Assassinen. Dings, wo gibt's das? Einfach irgendwo im Nirgendwo, ne? Erinnerungsanfang. Irgendwo im Nirgendwo ein Assassinengrab. Ah, okay. Mhm. Gut. Dann fange ich mal mit einem irgendwo im Nirgendwo an. Und zwar ganz weit da drüben. Am besten. Ja, oder doch nicht ganz so weit, aber trotzdem recht weit. Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. So. Waffenrad und dann auf die Dinger hier. Na, ich zweifle mal dran, dass ich das brauchen werde. Bene. Al lavoro. Mir bekannt vor. Er sieht doch so aus. Er kommt mir bekannt vor. Auf ihn! Eigenartiger Zeit uns beten. Beten? Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr für unsere Angelegenheiten einkommt. Hurra! Aber bitte, wenn ihr wollt. Komm! Autsch! Eieiei! Worauf wartet ihr? Yeah! Vogliamo aprire le danze! Lass mich mal! Schreit aber nach einem Getränk! Okay, ich hab ihn gefunden. Sauberle! Klappt ja wie am Schnürchen. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst seid ihr genommen. Requiescat in pace. Okay, ich glaube, ich hau hier ab. Mann, das sind ja Agromönche, unglaublich. Keine Angst und keine Gnade und kein gar nichts, ne? Da lang nicht. Ah ja, Rauchbombenbeutel. Rauchbomben werde ich aber eigentlich nie wirklich gebrauchen. Naja.
glaube, nee, diesmal reite ich mal da lang. Statt dort drüben lang. Ich vorhin schon. Warum denn nicht? Weil da ist, glaube ich, das Hauptmissionsdings da. Und da ist auch dieses Assassinengrab und so. Dann renne ich lieber hier hin. Ja, rede ich mal. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Mhm. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Mhm. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Ja, das mag ich auch. Diese Mauern haben 100 Jahre gestanden und werden weitere 100 Jahre stehen. Hört auf, das Leben eurer Männer zu vergeuden. Athene, verschwindet hier. Hier werdet ihr nur den Tod finden. Kehrt um. Ja, ich habe jetzt gerade jemanden aber entwaffnet. Okay. Ist eine ganz nette Frage, ist, wie komme ich drüber? Ah, sieht. Ah, ganz nett. Eigentlich gar nicht so schwer drüber zu kommen. Laju, du wirst nicht ent. Ich habe euch gewarnt, Assassine. Ihr hättet besser zugehört. Seid bereit, Männer. Der Assassine ist da. Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Eccolo. Ihm nach, Brüder. Das Tor ist offen. Nice. Ihr seid erledigt, Assassine. Hört ihr mich? Erledigt. Ihr Templer, ihr singt alle das gleiche Lied. Denkt ihr, ein paar Söldner machen mir Angst? Ha! Das soll yeah! Soll ich eure Überreste an diesen Säufer Mario senden? Zack! Alter, mit Connern ist es ja billig, dieses Prügeltypen wegzubekommen. Ich bin ein vernünftiger Mann. Was sagt ihr dazu? Kerkchen. Verzeiht, Freund. Ihr seid auf meiner Liste. Euer Schicksal ist besiegelt. Reißt ihm alle Glieder aus. Behandelt man Zack. So einen Kass? Naja, das mit alle Glieder rausreißen klappt wohl nicht heute. Wo ist er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Ja, wo haben wir doch schon mitbekommen? Bei irgendeinem komischen Treffengedöns da, ne? Mhm, ich glaube, hier war's. Setz ich hier eine Mark, nachher mache ich noch eine kleine Pause, ne? Ich muss also außen rum reiten, oder? Wahrscheinlich irgendwie außen rum. Das ist die Frage. Ah, gar nicht. Von wegen außen rum. Das muss ich nur bei Monteregio machen. Das ist so ein bisschen blöd mit dem Reinkommen und so. Bei hier wahrscheinlich auch. Nee, eine Privatarmee brauche ich nicht. Welcher Anmut, Effektivität.
Ja, jetzt würde ich nur noch gerne in dieses Schloss reinkommen.